Ein geheimes Tal, irgendwo im Bundesstaat Oregon. Wir wurden von der Manta Corp beauftragt, hier eine geheime Forschungsanlage zu bauen, in der es hauptsächlich um die Erschaffung von Hybriden geht. Das Ganze ist natürlich streng geheim und nichts, was in dieser Anlage passiert, darf nach außen gelangen. Und jetzt geht's los mit der ersten Folge von unserem High Security Park. Und damit startet endlich ein neues Parkbauprojekt in Jurassic World Evolution 2. Ihr hattet es euch häufig in den Kommentaren gewünscht, dass ich mal einen neuen Hochsicherheitspark mit den neuen Hybriden bauen soll. Und euer Wunsch wird wahr, denn heute bauen wir den Eingangsbereich und auch schon das erste Gehege. Ich verwende übrigens für den Bau, wie ihr jetzt schon sicherlich sehen könnt, einige Mods. Die Modliste packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung. Und das Schöne ist, durch das neue Update, also normalerweise ist es ja so, wenn ein neues Update rauskommt, dass dann erstmal alle Mods nicht mehr funktionieren. Aber bei diesem Update war das nicht der Fall. Eigentlich haben alle Mods, die ich installiert habe, direkt funktioniert. Das heißt, wir können alles benutzen, was wir wollen. Und dadurch habe ich halt sehr viele neue Bauelemente, die ich hier auch verwenden werde. Ich habe den Eingangsbereich auch komplett aus Mod-Teilen zusammengebaut. Da habe ich so eine Metallmauer gemacht mit einem großen Metalltor. Und jetzt gerade baue ich so ein erhöhtes Gebäude, was auf der Mauer ist, wo dann die Mitarbeiter oben rein können und durch eine Glasscheibe gucken können, wer denn vom Tor gerade anklopft. Und in diese Glasscheibe, da kommen jetzt auch ganz besondere Leute, nämlich Owen und Claire. Ich weiß, die passen nicht wirklich zu Manta Corp, aber die sehen halt so ein bisschen aus wie wichtige Leute und so ein bisschen wie Businessleute. Und deswegen habe ich die dort oben reingestellt. Und auch direkt vor dieses Gebäude kommt ein Helikopterlandeplatz. Damit können dann die VIP-Gäste und wichtigen Wissenschaftler direkt in den Park eingeflogen werden. Als VIP-Gäste habe ich mir übrigens so ein bisschen überlegt, dass es Investoren gibt, die halt Geld dazu beitragen, dass diese Forschung betrieben werden können. Und die bekommen dann auch mal gelegentlich die Möglichkeit, den Park zu besuchen, um sich halt anzugucken, ja, was so mit ihrem Geld gemacht wird. Natürlich möchte ich jetzt nicht den gesamten Park mit diesen hohen Mauern umzäunen. Deswegen lasse ich jetzt hier an den Mauern einen Elektrozaun abgehen. Und an den Rand kommt hier nochmal so ein schöner Wachturm. Und jetzt kommen hier vor den Eingangsbereich auch noch ein paar Schranken. Das wird hier sogar eine Doppel-Doppelschranke. Also zwei Schranken mit zwei... Ach, ihr wisst, was ich meine. Eine doppelte Schleusenschranke, sage ich mal. Ich denke, das trifft es ganz gut. Dort können dann die Leute kontrolliert werden, die in den Park möchten, ob die halt wirklich befugt sind, dort reinzufahren. Und ansonsten werden sie halt wieder weggeschickt von den Mitarbeitern. Und logischerweise habe ich dann auch eine Straße zu dem Park geplant. Das baue ich jetzt gleich auch noch, also keine Sorge. Also man kann einmal mit dem Helikopter hin und auch über den Landweg mit Fahrzeugen. Um den Helikopterlandeplatz habe ich dann auch nochmal die Asphaltfläche minimal verbreitert. Wollte das auch genau in der... Was ist denn das? Eine Oktagonform? Das ist ein Oktagon, oder? Ich glaube schon. Achteck? Ja, kommt hin. Ja, auf jeden Fall wollte ich das... Oh Mann, ey. Auf jeden Fall wollte ich das in der Form machen. Habe es auch ganz gut hingekriegt. Also es hat auch sehr, sehr schnell geklappt. Und der Hauptgrund war tatsächlich, weil ich das auch noch umzäunen wollte. Und ich wollte nicht, dass der Zaun halt direkt an diesem Helikopterlandeplatz entlang führt. Weil das wäre halt ein bisschen doof dann bei der Landung, ne? Wenn dann der Helikopter da irgendwie gegenkommt und beschädigt wird. Deswegen wollte ich noch diesen minimalen Abstand dort haben. Dann ist hier vorne auch noch mal so ein Mast hingekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wofür der genau ist. Aber der sieht halt sehr technologisch aus, sage ich mal. Also da dreht sich irgendwas, das wird irgendeine Wärmebildkamera oder sowas sein. Und das passt ja sehr gut zu einem High-Security-Park. Deswegen habe ich hier noch mal an den Rand vorne links und rechts hingebaut. Und jetzt kommen erstmal ganz viele Wassertrucks. Die habe ich aber mir dort nur hin platziert, damit ich die richtigen Abstände habe. Komm jetzt wieder weg. Und ich habe jetzt hier nämlich schön die Parkplätze eingezeichnet. Diese Absperrungen werden nämlich jetzt im Boden versenkt und dienen mir jetzt einfach als Parkplatzmarkierung. Und jetzt kommen auch noch richtige Fahrzeuge auf die Parkplätze. Da habe ich dann auch versucht, immer Fahrzeuge zu wählen, die halt nach Wissenschaft und Industrie und all so ein Krams aussehen.
denke, das habe ich hier ganz gut hinbekommen. Ein Kran durfte auch nicht fehlen, weil hier ganz viele Kisten stehen. Und das Coole ist, man kann sogar solche, ich nenne sie mal Bauarbeiter, hier platzieren, solche Mitarbeiter vom Park halt, das ist ganz cool. Und es gibt auch noch Tierpfleger, die werden wir später auch noch verwenden. Und auch so Wachpersonal, die werden wir gleich auch noch platzieren, das passt ja ganz gut am Eingangsbereich, dass dort das Ganze überwacht wird. Genau, jetzt kommt nämlich hier schon das Wachpersonal zum Einsatz an den Schranken. Da stehen zwei Kollegen nebeneinander. Und natürlich auf der anderen Seite stehen auch nochmal zwei Wachen. Und ich habe auch noch weitere platziert. Die habe ich dann angehoben und auf diese Mauer und den Wachturm gestellt. Die bewegen sich auch, also die stehen da nicht nur ganz steif. Die haben da auch so ein bisschen Animation, sodass sie die Arme verschränken oder sich so ein bisschen umgucken. Und was auch sehr cool ist, es gibt dieses Schild hier, Restricted Area, also auf Deutsch Sperrgebiet. Und jetzt wird hier auch der Wald entfernt, denn wir bauen jetzt noch die Straße. Die wollte ich jetzt auch nicht einfach nur langweilig da aus einem Tunnel rausführen. Deswegen habe ich hier noch so ein paar Schlenker eingebaut. Und das hatte einfach den Grund, weil ich das Ganze noch ein bisschen anheben wollte. So ein paar Höhenunterschiede sind ja immer schön. Macht zwar das Bauen immer ein bisschen schwieriger und anstrengender, aber ich finde, am Ende lohnt sich dann der Aufwand. Jetzt nochmal das Ganze schön überglätten und dann sollte die Straße auch schon gut befahrbar sein von der Steilheit. Und natürlich musste die Straße auch irgendwo enden. Dafür habe ich ganz klassisch hier wieder den Einschienenbahntunnel genommen. Den habe ich dann so ein bisschen im Boden versenkt. Und dann eignet der sich auch super für Autos und einfach für so ein Straßenende. Und es wäre natürlich keine Straße, wenn wir keine Fahrbahnmarkierung haben. Deswegen habe ich jetzt in mühseliger Arbeit einmal die ganze Straße entlang solche Markierungen platziert. Das war tatsächlich sehr, sehr viel Arbeit auf den Schrägen und bei den Höhenunterschieden, weil ich da auch mal die Barrikaden immer so ein bisschen drehen musste und sowas. Aber ich finde, der Aufwand hat sich gelohnt. Ich habe es für euch natürlich rausgeschnitten, also für euch ging es hier ratzfatz. Für mich hat es ein bisschen länger gedauert. Dann kam bei dem Berg drumherum auch noch ein bisschen Terraforming zum Einsatz. Da gibt es durch Mods auch ein sehr cooles Tool, was halt so das Ganze so ein bisschen anraut. Da kann man das dann so ein bisschen felsiger und hügeliger aussehen lassen mit. Ich habe hier übrigens erstmal den Berg nur relativ grob gestaltet. Da kommt nachher noch der Feinschliff mit Büschen und Bäumen und ein paar Felsen und sowas. Und dann kam auch noch ein wenig Beleuchtung an die Straße. Wir werden uns natürlich den Park dann auch mal ab und zu bei Nacht angucken, wenn wir dann die schönen neuen Leuchtskins da haben. Deswegen will ich Beleuchtung natürlich auch immer ab und zu mal ein bisschen einbauen. Und das hier ist jetzt das erste Gebäude, was man sieht, wenn man dann die Forschungsanlage betritt. Ich glaube, offiziell vom Spiel ist das ein Hotel. Ja, ich glaube schon. Aber das hat halt sehr gut von der Form dort reingepasst, weil das so ein bisschen in die Breite geht. Und ich finde das auch optisch sehr cool. Da sind halt so viele Container und Zelte. Das ist dann halt einfach schon mal so für die Mitarbeiter so ein kleiner Bereich. Übrigens, die ganzen Gebäude, die ich hier in dem Park platziere, die haben nicht unbedingt immer eine Bedeutung. Also ich habe die dann teilweise auch einfach, weil sie mir optisch an der Stelle gut gefallen haben, platziert. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie mir überlege, das ist jetzt das Genlabor und das muss jetzt an dieser Stelle stehen. Aber ich werde natürlich auch später Bereiche bauen. So als Beispiel einfach mal so eine Hotelanlage für die VIP-Gäste, die dann auch einen Zweck haben. Aber es werden auch überall mal so ein paar Container oder andere Gebäude stehen, die ich random einfach irgendwo hin platziere, weil es mir optisch halt gefällt. Und im Hintergrund bastel ich gerade sogar schon das erste Gehege. Das Gute an so einer Forschungseinrichtung ist tatsächlich, dass man halt die Gehege nicht unbedingt artgerecht bauen muss. Also ich kann jetzt hier auch einfach mal ein bisschen kleinere Gehege bauen, weil es ja einfach fiese Tierversuche und Forschung sind, die dort durchgeführt werden. Und da wird dann natürlich nicht so auf das Tierwohl geachtet. Und ihr fragt euch sicherlich gerade, warum baut der da nur einen so einen Läppchen-Zaun bei Hybriden?
Das liegt daran, dass hier in das Gehege erstmal der Hybrid kommt, den ich am wenigsten gefährlich einschätze. Nämlich der Spinoceratops. Den finde ich übrigens mit am coolsten von dem neuen DLC. Aber das liegt vermutlich auch daran, dass ich den noch nicht so kannte aus Jurassic World Evolution 1. Die anderen drei aus dem Secret Species Pack hatten wir ja schon in Teil 1. Ah, ich habe hier ganz viel Wege eingezeichnet im Hintergrund jetzt die ganze Zeit und auch viel Wegfläche erschaffen. Aber das werdet ihr allgemein viel in dem Park sehen, also dass hier viel asphaltiert ist und sowas. Ich finde, das passt einfach zu so einer Forschungseinrichtung. Es muss ja letztendlich nicht hübsch sein, sondern zweckmäßig. Und da ist Asphalt, glaube ich, die bessere Lösung als halt überall Bäume und Büsche. Das hier ist jetzt eine Unterstützungsanlage. Die macht an der Stelle sogar Sinn, weil halt hier das erste Gehege ist. Und direkt vor dem Parkplatz der Jeeps kommt auch so ein Schleusentor, damit die Jeeps dort reinfahren können, wenn man Notfall ist. Jetzt kommen wieder hier einige Barrieren. Die stecke ich jetzt erstmal möglichst gerade in einem Viereck ab. Es hat leider nicht direkt auf Anhieb gepasst, aber man kann auch mit den Mods so Gegenstände gruppieren und dann auch noch gemeinsam bewegen. Das ist sehr, sehr praktisch. Die Viereckform hat dann auch noch so eine Schräge bekommen. Die war im gleichen Winkel wie der Weg. Und jetzt seht ihr auch gleich, was das Ganze werden soll. Denn ich habe jetzt hier jeden zweiten entfernt. Und dann wird hier einmal alles markiert. Und in den Boden versenkt. Also der ganze Aufwand einfach nur für so ein paar Bodenmarkierungen. Aber ich finde, das sind so die kleinen Details, die am Ende viel ausmachen. Denn in diese Markierung, das ist so ein Bereich, wo Sachen abgestellt werden. In dem Fall jetzt Schiffscontainer. Die habe ich so ein bisschen wild durcheinander gewürfelt von den Farben. Und auch immer ein bisschen die Rotation angepasst. Also ich finde es immer, sieht immer schöner aus, als wenn die komplett gerade dort stehen. Wenn man die immer so ein bisschen dreht. Und obendrauf habe ich auch sogar noch ein paar Container gestellt. Auf der anderen Seite habe ich das Ganze dann nochmal wiederholt. Und auch nochmal so eine Fläche eingezeichnet. In diesem Bereich habe ich dann Dinosaurierkäfige platziert. Und dazu auch noch ein Auto, ein kleines. Da würde sogar so ein kleiner Atrociraptor-Käfig draufpassen. Das sind ja diese Käfige aus dem Film, ne? Diese, ja, die oben rechts, die ich jetzt gerade platziert habe. Dann habe ich als nächstes auch noch den Zaun hier so ein bisschen länger gemacht. Und in den Wald geführt. Übrigens, diese Übergänge da zum Wald, also zwischen Wald und Zaun, das kann man noch ein bisschen besser verstecken, wenn man die Bäume manuell platziert. Das werde ich später auch noch machen, wenn der Feinschliff kommt. Aber erstmal kommen jetzt die nächsten Gebäude. Das hier ist eigentlich so ein Toilettenhäuschen. Aber das hat von der Form halt sehr gut dorthin gepasst, deswegen habe ich es dort einfach platziert. Und könnte ja auch irgendwie so ein kleiner Elektroraum sein oder irgendeine Abstellkammer oder was weiß ich. Deswegen hat das ganz gut gepasst. Und auch hier habe ich dann nochmal so eine Fläche eingezeichnet mit meinen Absperrungen. Die dann daneben dran kommt. Da werden dann nämlich wieder Sachen abgestellt. Und noch ein zweites Häuschen daneben, weil es ganz gut gepasst hat. Jetzt wird nochmal alles gruppiert und alles nochmal ein bisschen bewegt. Aber das ist schon echt schön, ne, was man mit Mods machen kann. Tut mir wirklich leid für die Konsolenspieler, die halt die Mods nicht benutzen können. Hier geht's jetzt übrigens das erste Mal ins Gehege. Ich habe mir auch hier immer den Dinosaurier, der dann später dort reinkommt, so ein bisschen angeguckt von der Größe, damit ich hier das Gehege vernünftig absenke, sodass es passt. Und in die Mitte bei dieser Rundung kommt diese Lagunengalerie. Die fand ich sehr, sehr cool. Und das Schöne ist halt, mit Mods kann man die halt auch einfach an Land platzieren. Ich habe die dann so ein bisschen im Boden versenkt. Und dann können die Forscher halt schön im Gehege stehen und halt haben so einen Rundumblick und können die Dinosaurier beobachten. Ansonsten habe ich hier noch so einen Beobachtungsturm gemacht und nochmal so ein anderes Random-Gebäude. Und in den Zwischenbereichen habe ich wieder meine Absperrlinientaktik benutzt.
Hier in dem Bereich kamen dann auch mal größere Käfige hin. Ich denke, mit diesen Käfigen könnte man ganz gut so einen Spinoceratops transportieren. Und jetzt ging es noch da vorne an das Stück, wo der Zaun ein bisschen niedriger ist. Denn da mussten wir das Ganze auch noch ein bisschen sicherer gestalten, damit man die Tiere beobachten kann, aber sie keine Gefahr halt für die Forscher dort sind. Da habe ich mir dann selber nochmal mit, ich glaube, das sind Teile von dem Indominus Rex Paddock, die habe ich so in den Boden versenkt. Da habe ich mir dann nochmal so eine kleine Abstand-Betonmauer gebaut. Dazu gibt es auch noch solche Metallstreben. Die waren auch sehr, sehr praktisch, weil die konnte ich dann einfach platzieren und dann schön in den Boden versenken. Und dann konnte man die halt nur so ein bisschen rausgucken lassen und dann waren die halt einfach so ein schöner Sicherheitszaun nochmal. Und links und rechts an den Rändern war noch so eine kleine Lücke. Die konnte ich auch mit so einer Metallstrebe zumachen. Dann ging es auch schon an die Gestaltung von dem Gehege. Da der Spinoceratops auch Fisch frisst, habe ich den Wasserbereich ein bisschen größer gemacht und auch zwei Fischfutterspender direkt neben diesem Beobachtungsdom gemacht. Und als nächstes habe ich dann mit dem Terrain-Tool auch noch ein bisschen Erde eingezeichnet. Und dann sind auch noch ein paar vertrocknete Baumstämme in das Gehege gekommen. Und auch natürlich Büsche. Und auch Bäume. Ich wollte jetzt auch nicht zu sehr übertreiben mit den Bäumen, weil es geht ja hauptsächlich darum, die Tiere zu beobachten und für Forschungszwecke. Und wenn das Gehege dann zu waldig ist, ja, ist das nicht gerade förderlich. Hier habe ich dann nochmal ein bisschen die Terrainsachen miteinander kombiniert. Dann sieht das immer ein bisschen natürlicher aus. Und dann kamen auch so Tierpfleger in den Dom rein, die halt die Tiere beobachten. Dann noch ein paar Security-Leute, auch ein paar Bauarbeiter. Später werden da hoffentlich auch noch Leute rumlaufen in dem Park, wenn ich den dann noch eröffne. Da müssen wir mal schauen, wie wir das da machen. Aber jetzt erstmal müssen wir uns erstmal nur mit den platzierten Mitarbeitern begnügen. Sieht halt dadurch noch nicht so belebt aus. Das Gute ist ja, dass man sogar einstellen kann, was für Leute in dem Park rumlaufen. Also ich kann, glaube ich, einstellen, dass nur Mitarbeiter da rumlaufen, also so Wissenschaftler und halt Angestellte. Und das würde halt sehr gut dann passen natürlich zu dem Motto vom Park. Wäre irgendwie ein bisschen blöd, wenn da normale Besucher rumlaufen würden. Aber das müsste eigentlich mittlerweile gehen. Und jetzt ging es natürlich noch so ein bisschen an die Feinheiten. Ich habe hier noch ein paar mehr Türme platziert. Die kriegen ja auch noch mal eine Wegverbindung. Und dann habe ich auch noch den Wald ein bisschen dichter gemacht. Gerade da, wo der Zaun endet. Damit man das halt nicht mehr sieht. Dass der Zaun dort einfach aufhört. Habe ich natürlich auf beiden Seiten gemacht. Und jetzt kamen natürlich auch noch ganz viele Felsen dazu. Wir haben ja den ganzen Bereich noch nicht wirklich gestaltet. Auch hier die ganze Klippenwand haben wir noch nicht wirklich gestaltet. Da habe ich jetzt auch erstmal ganz viele Felsen einfach hin platziert. Und dann als nächstes habe ich mir das Buschtool geschnappt und dort auch nochmal ganz viele Büsche hingepinselt. Das macht auch nochmal die Übergänge zwischen den verschiedenen Terrain-Untergründen ein bisschen schöner. Und natürlich kommen auch noch ein paar Bäume dazu. Und zu guter Letzt kam auch noch ein bisschen Beleuchtung hier an die Wegflächen vom Park. Und jetzt kommen natürlich auch unsere ersten Forschungsobjekte in den Park. Und das ist, wie gesagt, der Spinoceratops.
Oh, der Skin gefällt mir schon ganz gut. Allerdings möchte ich gerne das Leuchtpattern benutzen. Das ist dieses hier. Sieht leider am Tag nicht ganz so schön aus wie das, was wir gerade hatten. Aber so, den nehme ich einfach mal direkt. Ich variiere jetzt hier nochmal ein bisschen mit den Farben. Aber alle kriegen das Leuchtpattern. Der sah noch ganz cool aus da gerade. Und einen letzten noch. Dann nehmen wir diesen dunkleren. Und dann haben wir schon unsere 4 ersten Hybriden. Für die könnt ihr übrigens gerne Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück könnt ihr euch dann hier in meinem Park verewigen. Ich schalte jetzt mal auf Nacht. Dann können wir uns auch allgemein mal den Park bei Nacht angucken. Man sieht gerade gar nicht, wie doll die leuchten. Ja, jetzt sieht man es ganz gut. Sieht schon schön aus. Und auch die Beleuchtung vom Park ist ordentlich. Hier vorne ist das voll hell beleuchtet. Ach, guck mal, das Geländer hier hat nämlich vorne Scheinwerfer drauf. Ja, das ist ja gar nicht schlecht. Stört wahrscheinlich die Tiere bei Nacht, aber für die Forschungsarbeiten ist es gut. Die Straße ist auch schön beleuchtet. Ja, das soll es jetzt auf jeden Fall auch mit der ersten Folge von unserem neuen High Security Park gewesen sein. Falls es euch gefallen haben sollte, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.